ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Beim G7-Gipfel im italienischen Taormina treffen heute und morgen die sieben wichtigsten Industrienationen aufeinander. Und es wird nicht langweilig. Vor der atemberaubenden Kulisse des antiken Theaters, wo einst Gladiatoren kämpften, gibt es heftige Wortgefechte. Dabei sollte die G7-Gruppe eigentlich ein Team sein. Schließlich hat man gemeinsame Interessen. Doch dieser G7-Gipfel, auch wenn er in einer noch so schönen und historischen Umgebung stattfindet, könnte historisch kompliziert werden. Klimaschutz, Flüchtlingsfrage, Handelspolitik, vor allem, dass Deutschland mehr Waren in die USA exportiert als importiert, hat bei US-Präsident Trump bereits für wütende Worte gesorgt. Ina Ruck über die politischen Kampftage in Sizilien. Der Ätna als Kulisse, das Orchester der Mailänder Scala im Freiluftkonzert. Die Italiener gaben sich alle Mühe, den Gipfel zumindest im Beiprogramm zu einem Erfolg werden zu lassen. Denn dass der Hauptakt schwierig werden würde, war allen Beteiligten klar. Gleich vier Gipfelteilnehmer sind neu dabei. Italien, Großbritannien und Frankreich haben neue Regierungen. Der amerikanische Präsident heißt seit Januar Donald Trump. Er ist der Neuling, auf den hier alle gespannt waren. Nicht nur wegen des überraschend ruppigen Auftretens in Brüssel. Trumps Berater hatten robuste Gespräche in Sachen Klimapolitik und Handelspolitik angekündigt. Das Gruppenfoto soll Einigkeit demonstrieren. Dabei ist allen hier klar, wie weit man davon entfernt ist. Allem freundlichen Smalltalk zum Trotz, die Gräben sind tief. Auf Druck der Amerikaner gibt es keine eigene Erklärung zum Flüchtlingsschutz. In Sachen Klimapolitik ist man weit auseinander, es steht 6-1, auch wenn die Kanzlerin das lieber freundlicher umschrieb. Ich würde nicht von Frontstellung sprechen, sondern ich würde sagen, es war ein durchaus kontroverser Austausch, aber ein sehr produktiver Austausch. Und ich glaube, dass ja die Herangehensweise der amerikanischen Administration auch so war, die Debatten hier erst einmal noch mal wirken zu lassen. Und die haben wir in großer Offenheit hier geführt. Stadtspaziergang durch Taormina. Die Amerikaner haben angekündigt, erst nach diesem Gipfel zu entscheiden, ob sie aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen oder nicht. Klimaschutz sei schlecht für das amerikanische Wachstum, hat ein Berater des Präsidenten hier auf dem Gipfel gesagt. Dies ist wohl der erste G7-Gipfel der Geschichte, an dem es nicht die Gewissheit gibt, dass man sich in den Grundfragen einig ist. Tina Hassel in Taormina, rechnen Sie damit, dass man sich zumindest bei einem der großen Streitpunkte noch einigen wird? Nein, Pina Atalay, eine Einigung bei den großen Punkten wird es hier nicht geben. Hier backt man kleine Brötchen und ist schon zufrieden, wenn ein offensichtliches Scheitern verhindert werden kann. Man hofft, dass bei der Abschlusserklärung die Formulierung zu Handel und gegen Protektionismus etwas weiter geht als die der G20-Finanzminister in Baden-Baden. Und man hört sehr wohl von amerikanischer Seite, dass man bereit ist, doch jetzt mehr zu denken, nachzudenken nochmal über Klimaschutz und den Verbleib im Pariser Abkommen. Aber ein großer Wurf wird von hier wirklich nicht erwartet. Gestern in Brüssel soll Trump ja heftig geschimpft haben, Deutschland sei schlecht, sehr schlecht. Ist das nach dem Gespräch zwischen Merkel und Trump vom Tisch? Das wäre schön. Nein, diese Forderung oder die Kritik am deutschen Überschuss und dann zu wenig Investitionen, die ist ja konsistent, die wird Trump überhaupt nicht fallen lassen. Und sie ist ja auch nicht nur von ihm erhoben, auch der neue französische Präsident Macron in Teilen auch der IWF erheben die. Da hat man sich ja jetzt darauf geeinigt, dass man eine Arbeitsgruppe bildet, die jetzt erstmal auslotet, wo Gemeinsamkeiten denn liegen könnten, dass ist so der versöhnlichere Ausweg daraus. Aber die Kritik daran, die bleibt. Die Kanzlerin hat sie gekontert, hat gesagt, man kann sich nicht ein Land herauspicken, so kompliziert und beziehungsweise es ist kompliziert, so einfach geht das nicht. Aber diese Kritik wird durchaus auch von anderen geteilt und die wird Präsident Trump auch nicht wieder kassieren. Dankeschön, Tina Hassel in Taormina. Und wir blicken nach Ägypten, in ein Land, in dem überwiegend Muslime leben, aber in dem es auch schon immer viele Christen gab.
Rund 9 Millionen sind es heute. Die meisten gehören der koptisch-orthodoxen Kirche an. Es ist die größte christliche Minderheit im gesamten Nahen Osten. Und sie wird immer wieder zum Ziel von Gewalttaten. Wie bei dem Bombenanschlag in dieser Kirche hier in Kairo Ende vergangenen Jahres oder bei den Attentaten am Palmsonntag vor einigen Wochen. Heute traf es erneut eine Gruppe Kopten, die in einem Bus südlich von Kairo unterwegs waren. Bewaffnete töteten 26 von ihnen. Viele weitere wurden verletzt. Volker Schwenk. Wieder Blut, wieder Tote und wieder sind die Opfer koptische Christen. Bilder des ägyptischen Fernsehens. Die Christen waren unterwegs durch die Wüste zum Kloster des heiligen Samuel. Maskierte Bewaffnete überfallen die Gruppe. Mit 3 Geländewagen sollen die Angreifer gekommen sein. Sie eröffnen das Feuer, töten zahlreiche Menschen, auch Kinder, und verschwinden wieder. Die Kopten in Ägypten, auch hier in Kairo, haben sich an Gewalt schon beinahe gewöhnt. Es ist das 3. Attentat auf koptische Christen im Land in gerade mal einem halben Jahr. Im Advent und kurz vor Ostern gab es Bombenanschläge auf Kirchen, jetzt der Überfall auf koptische Pilger bei Al-Minya. Es gibt keine prinzipielle Feindschaft zwischen uns Christen und Muslimen hier im Viertel, sagt dieser Kopte. Wir leben zusammen wie Brüder, aber es gibt immer wieder diese schrecklichen extremistischen Anschläge. Ägyptens Präsident tritt am Abend kämpferisch vor sein Volk. Man werde die Terroristen schlagen, wo immer man sie finde. Nicht nur in Ägypten, sondern auch außerhalb der Landesgrenzen, so Assisi in einer Fernsehansprache. Die Straßen in Kairo erstrahlen festlich. Morgen beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Es dürfte kein Zufall sein, dass der Anschlag sich just heute ereignet. Im Ramadan geht es um Barmherzigkeit, um Mitmenschlichkeit. Christen und Muslime in Ägypten feiern oft gemeinsam das allabendliche Fastenbrechen. Ein Angriff jetzt soll wohl maximale Aufmerksamkeit erzielen. Mit diesen anhaltenden Attacken soll einerseits die Regierung von Präsident Assisi als eine Regierung diskreditiert werden, die ihre Bürger offenbar nicht schützen kann, so der Politikwissenschaftler. Und andererseits soll die Erholung des Tourismussektors in Ägypten torpediert werden. Einige der Opfer werden den Angehörigen für die Totenfeier übergeben. Ägyptens koptische Christen sind zur Zielscheibe von Terroristen geworden. Die wollen Hass säen zwischen christlicher Minderheit und muslimischer Mehrheit. Bislang ist ihnen das nicht gelungen. Noch nicht. Und gerade eben erreichen uns Meldungen, dass Ägypten als Reaktion auf den Anschlag Luftangriffe auf Lager von Extremisten in Libyen geflogen haben soll. Den Kampf gegen Extremisten thematisieren auch die Vereinten Nationen. Beim Kampf gegen die IS-Terrormiliz in Syrien gibt es offenbar immer mehr zivile Opfer. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis. Die Vereinten Nationen haben einen besseren Schutz syrischer Zivilisten vor Luftschlägen gegen den IS angemahnt. Sie verwiesen dabei auf die jüngsten Angriffe gegen Ziele der Extremisten. Erst heute wurde ein Angriff auf die IS-Hochburg Al-Mujahedin bekannt. Dabei sollen mindestens 80 Angehörige von IS-Kämpfern getötet worden sein. Laut der in London ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind angeblich mehr als 30 Kinder unter den Opfern. Erstmals seit fast 8 Monaten dürfen Bundestagsabgeordnete offenbar wieder deutsche Soldaten auf einem türkischen NATO-Stützpunkt besuchen. Mitglieder aller Fraktionen wurden nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vom Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium darüber informiert, dass die Regierung in Ankara keine Einwände gegen eine Reise zum Stützpunkt Konya habe. Für einen Besuch der Bundeswehrsoldaten in Incirlik gebe es dagegen nach wie vor keine Erlaubnis. 4 Tage nach dem Anschlag in Manchester hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Großteil des terroristischen Netzwerkes festgesetzt. In der Stadt wurde ein 11. Verdächtiger festgenommen, 2 sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Zudem sei die Sicherheit von 1.300 bevorstehenden Veranstaltungen überprüft worden, hieß es weiter. Gesundheitsminister Gröhe will die Regeln beim Impfschutz für Kinder verschärfen. Dabei geht es um den Nachweis, den Eltern für die Impfberatung erbringen sollen. Er muss derzeit bei der Anmeldung in Kindertagesstätten vorgelegt werden. Künftig sollen die Kitas ein Fehlen der Bescheinigung den Gesundheitsbehörden melden. Schon heute drohen Bußgelder bis 2.500 Euro, wenn die Impfberatung verweigert wird. Beim Evangelischen Kirchentag in Berlin hat es einen Protestzwischenfall gegeben.
In der Gedächtniskirche störten Demonstrantinnen einen Bittgottesdienst für den Frieden, bei dem Verteidigungsministerin von der Leyen zusammen mit Militärbischof Ring die Predigt hielt. Die Aktion sollte sich gegen eine Verstrickung der evangelischen Kirche mit der Bundeswehr richten. Der letzte deutsche Regisseur, der bei den Filmfestspielen in Cannes eine goldene Palme holte, war Wim Wenders. Mehr als 30 Jahre ist das her. Doch jetzt glauben einige Kritiker, dass es wieder klappen könnte. In Fatih Akins Film Aus dem Nichts spielt Diane Kruger ihre erste deutschsprachige und, wie einige sagen, bisher beste Rolle. Eine Frau, die bei einem Bombenanschlag ihre Familie verliert. Es ist eine Verarbeitung der NSU-Morde. Ein Thriller, der die Filmkenner in Cannes elektrisiert und Fatih Akin darauf hoffen lassen kann, seine Karriere zu vergolden. Von der Weltpremiere berichtet Alice Fröder. Aus dem Nichts wird Katjas Leben zerstört. Stehen bleiben! Runter, 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 runter! Ganz ruhig, ganz ruhig! Ihr Mann und ihr Sohn kommen bei einem Bombenanschlag in Hamburg ums Leben. Schnell werden Ähnlichkeiten mit den Morden des rechtsextremen NSU deutlich. Man hat diese Mutter und ihr Verlust und wie geht sie damit um. Und auf einmal hat mich so die Geschichte von Verlust und Traumabewältigung und dass es nicht gelingt, mehr interessiert. Also ich sag mal die statistischen Nummern. Mit dem Film kann ich viel mehr über die Opfer erzählen und auf die Opfer aufmerksam machen, als jetzt irgendwie hysterisch zu schreien, hier sind überall Nazis oder so. Katja erlebt ihre eigene Ohnmacht. Ein Neonazi-Paar wird verhaftet, später freigesprochen. Sie, das Opfer, lässt man allein. Als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich halt emotional so investiert mit Katja. Ich wollte wissen, wie sie damit umgeht, wie sie weiterleben kann damit. Kann man damit weiterleben? Zum ersten Mal spielt Hollywood-Star Diane Kruger in einem deutschen Film. Beklemmend, intensiv und kämpferisch. Schon lange wollte sie mit Akin zusammenarbeiten. Ich finde es unglaublich, dass er als Mann so eine Rolle für eine Frau geschrieben hat, auch in solchen Tiefen und Nuancen. Katja entscheidet sich für einen radikalen Weg, mit ihrer Wut und ihrer Trauer umzugehen. Aus dem Nichts ist ein bewegender deutscher Politthriller, den viele für preisverdächtig halten. Deutschland steht nicht nur im Wettbewerb um die Goldene Palme, sondern auch ums Wetter. Und da haben wir wirklich mal gute Chancen. Oder, Donald Becker? Ja, das ist schon wirklich fast tropisches Wetter. Und es ist eigentlich viel zu warm jetzt im Mai. Es war ja erst zu kalt, aber jetzt versucht der Mai noch mal alles rauszuholen. Wir können uns mal die Temperaturen angucken für Europa, für morgen. Und zwar sehen wir jetzt sehr schön eingefärbt, wo es besonders heiß ist, die dunkelroten Gebiete. Und da fällt natürlich auf Spanien, Frankreich und zum Teil auch schon der Westen von Deutschland. Grüner ist es im Norden von Skandinavien, wenn wir jetzt die Temperaturen mal einblenden für morgen, die Höchstwerte in Cordoba im Süden von Spanien 36 Grad, ist schon unerträglich heiß. Es wird dann aber auch über Frankreich verbreitet, mehr als 30 Grad geben. In Cannes morgen übrigens 27 Grad, leichte Seebrise vom Mittelmeer her, deswegen dort nicht ganz so heiß. Selbst in Stockholm 28 Grad und wer es richtig kalt noch mag, der ist in Hammerfest gut aufgehoben. Heute gab es dort Schneeschauer, auch morgen 3 Grad. Und Schneeregenschauer. Und selbst in Athen ist es kühler als bei uns zurzeit. Schauen wir uns den Niederschlagsvorschaufilm an. Da sehen wir dann hier schon mal schwere Gewitter. Also dieses Dunkelblau, das ist dann wirklich eine Gewitterzone, die dann auch in Schottland die 25 bis 29 Grad warme Luft wegräumen wird. Aber wir sehen, bei uns ist es erstmal noch meistens grün. Das heißt, erstmal machen die Gewitter noch einen Bogen um uns. Es wird also morgen noch mal ein richtiger Tag zum Genießen. Auch heute Nacht gibt es so gut wie keine Wolken. Die letzten Wolken fallen in sich zusammen, fast überall sternenklar. Lediglich auf der Nordsee noch so ein paar Nebelfelder und auch im Umland ein paar flache Wiesen. Nebelfelder. Tiefstwerte morgen früh gegen 5 Uhr 17 bis 12 Grad, zumeist im Osten und im Süden zum Teil auch einstellig. Der Vormittag bringt schon absolut wolkenlosen Himmel. Zum Nachmittag ähnlich, aber ein paar kleine Quellwölkchen können örtlich mal entstehen über den Bergen, nicht der Rede wert. Fast überall die astronomische Sonnenscheindauer, die möglich ist, also Sonne bis zum Anschlag, Temperaturen 25 bis 30 im Westen, auch noch höhere Werte und der Wind weht dazu aus östlichen bis südöstlichen Richtungen leichtböig. Der Trend für die nächsten Tage, am Sonntag geht es aber los mit teils schweren Gewittern von Nordrhein-Westfalen bis rauf in den Norden, sonst noch sonnig und heiß und am Montag liegt dann auch so eine Gewitterzone quer über Deutschland, also der morgige Tag ist auf jeden Fall zum Genießen da. Dankeschön, Donald Becker. Dann versuchen wir, den Tag auch mal zu genießen am langen Wochenende.
Das war es von uns. Hier folgt jetzt ein Tatort aus Kiel. Und neue Tagesthemen gibt's morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen, wenn Sie mögen.